holt euch mal Sachen von dem, den Rucksack und eine Ho oder macht die Ho neu oder wie auch immer. Wir müssen ja demnächst auch mal wieder ein bisschen Käse und sowas machen. Mayonnaise und solche Sachen. Ja, wir haben ja eine Küche, da gibt's das alles. Ne? Ja, ach so. Ja, der Hahn, Mensch, der Jens ist doch jetzt da, den wollte ich doch mal ankicken hier. Mensch, jetzt haben wir schon den Jens und dann gucke ich den nicht mal an, du. Nicht mal mit einem Poppes. Kiki, wo bist du? Oh! Hallo Jens! Hallo Jens! Hallo Jens! Hallo Jens! Mehr will er nicht. Oha, was war das denn für eine Riesenflasche? Was hat die sich denn da rausgepresst gerade? So. Aber theoretisch... Achso, ja, wir haben ja nur eine, ne? Wir haben ja jetzt die Tilly geschwängert, ne? Eigentlich hätte ich ja auch noch die andere auch noch schwängern können, ne? Nee, mach ruhig, Grit, mach ruhig. Kannst du ruhig machen. Kannst du ruhig kaufen. Ich könnte ja Jens auch noch mit Susanna da machen, oder nicht? Für 50? Das kostet doch nichts. Das ist doch... Ja, 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 ja. Warte mal. Für 50... Du sag mal, wenn wir jetzt zum Menschenarzt... Ach, scheiße, hat er jetzt schon zu, oder was? Dein Ernst? Och, 25 Minuten, ehrlich jetzt. Ach, Menno. Dauert das noch? Nee. Na, ist schon 25 Minuten drüber. Ach so. Du sag mal, wenn wir jetzt... Früh feiern. Ja, wenn wir jetzt beim Menschenarzt gehen... Können wir dann Hasi und Mausi schwängern und Grit Mr. und Mrs. Sunshine schwängern? Nein. Wäre doch mal eine Idee, oder? Das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Das wäre doch aber mal eine Idee. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Absolut. Guck mal, Horst sagt abwarten. Da würde ich sogar einen Tausender dafür bezahlen. Grit im hochschwangeren Zustand, so unschuldig, wie sie immer dasteht. Aber hast du Grit auch gefragt, was sie davon hält? Also, nichts, aber... So. Aber lustig wär's. Ich krieg ein Schild. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass das was anderes ist, aber fällt mir jetzt gerade ein. Das ist cool. Ich weiß, dass das für die Beete ist. Kannst du das jetzt herstellen oder hast du das gekauft? Apropos herstellen, ich muss mal Fernsehen gucken. Wir müssen hier echt nachholen mit dem Cooking-Dingsbums. Da müssen wir echt nachholen. Wassermelonen-Eiscreme kann ich jetzt machen. Und eine Stahlbürste kann ich jetzt machen. Auf dem Schild steht Furniture. So, jetzt haben wir hier auch einen Spinat drin. Nee, Grünkohl. Entschuldigung, Grünkohl. Aber abgeliefert hatten wir den schon, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist fertig. Okay. Auf dem Schild stand nix. Ich musste das selber beschriften, lieber Jan. Wenn du jetzt in Chat in den Stream geguckt hättest, hättest du gesehen, dass ich den selber beschriften musste.
Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich. Warte mal, hier sind ja 5 Felder, ne? Ich könnte da ja noch mal Kartoffeln reinpflanzen. Die brauchen ja nicht so lange, ne? Die brauchen ja nicht so lange, ne? Was denn, Kartoffeln? Ja, 5 Tage war das ja, ne? Oder waren es nur 3? Auf jeden Fall waren die ziemlich zügig. Und die gehen immer. Ja, Kartoffeln kann man im Zweifelsfall immer machen. Oh, ich kann jetzt eine hölzerne Spitzhacke machen. Ich bin ja sehr stolz auf dich. Oh, endlich eine hölzerne Spitzhacke. Jetzt kommen wir aber richtig voran hier. Guck mal, ich muss, wenn du mir das Schild hinstellst, muss ich den Text schreiben. Warum muss ich jetzt schon wieder einen Furniture-Text schreiben? Was soll ich darauf schreiben? Sag's mir. Jetzt hat er bei sich einen Text, ein Schild hingestellt und ich muss den Text schreiben. Cancel. Ich cancel. Also wenn ich in irgendwann mal, wenn mein Spiel irgendwann mal weitergeht, genau, dann cancel ich das. Aber ich kann jetzt hier, warte mal, 6. Zack. Kann ich jetzt dieses hier nehmen, einpacken. Dann kann ich das hier so, das ist das, was Jan mir zeigen wollte. Hier, place. Bestimmt andersrum wieder. Vermute ich mal. Ja, siehst du? Hier dahin stellen. So. Und dann kann man das beschriften mit Kartoschka. Okay. Siehst du jetzt hier Kartoschka? Kartoschka. So, unsere Hühnchen, da wir ja den Jens jetzt als Zuwachs haben, kriegen ja auch noch einen Futtertrog, ne? Damit die Ärmsten ja nicht gleich verhungern. Dilit, dilit. Tilly, kannst du mal in deinen Stall gehen? Du magst kein Hühnerfutter, kein großes Futter. Ich glaube, das Tilly ist schon wieder kaputt. Komm mal mit. Schnuckelchen. Guck mal hier, Tilly. Warte, hier ist Jens. Gucke, hier könnt ihr beide hier. Ne, und so. So macht's. Genau, Jens, das hast du erfasst. Das war gut. Ich habe jetzt den Jens ein bisschen auf der Tilly rumspringen lassen. Das klingt irgendwie so ganz komisch, ne? Ja, so sollte das doch sein. Tilly war doch hier die immer von Palmolive. Nee. Ja, genau, sie baden gerade ihre Hände drin oder was? War das Tilly? Ja. Oder war das, nee, Tilly war doch hier mit dieses Waschmittel oder ne? Omo. Nee, das ist die wirklich schon mit ihren Finger. Wirklich. Was hat er jetzt darauf geschrieben?
Andrina haben wir lieb. Oh, ist das süß. Oh, wie süß ist das denn bitte? Oh, wie süß ist das denn bitte? Da habe ich dann doch mal einen Screenshot gemacht. Das ist voll süß. Jetzt fängt die Andrina gleich wieder an zu heulen, Mann. Och, Leute. Oh, schöner Satz. Ob ich mir den merken kann. Wenn man dir gibt, dann nimm. Wenn man dir nimmt, dann schrei. Bitte immer daran denken. Tja, da muss ich wohl mit Manu noch ein Wörtchen reden. Fürs Museum, okay. Die haben wir tatsächlich noch nicht, siehst du? Sehr gut. Doch, haben wir. Ja, könnte ja in der Hütte drin sein, oder? Ja, ja, da habe ich gerade geguckt. Aber ich mache sie trotzdem rein, vorsichtshalber. Aber momentan ist es so... Oh, noch eine. Oh, schön. Kann ich die jetzt im Winter pflanzen, die Sonnenblume? Nein, ne? Die kann ich nur im Sommer, oder? Warte. Ich muss mal einen Samen machen, ne? Warte, Info. Können das ganze Jahr außer Winter. Oh, schön. Dann kommen jetzt vor unsere Bienen Sommerblumen. Okay. Sonnenblumen. Ja, aber momentan ist es so, dass ich bekomme und das ist immer so nicht so real für mich. Es ist wirklich nicht so real. Für Öl. Für Öl, okay, okay. Dann hat sich diese Frage nämlich auch schon erledigt. Im Übrigen, wir haben jetzt 4 einfache Dinger. Ihr könnt euch da ein großes Netz bauen, wenn ihr möchtet. Wir haben jetzt 4 Fischernetze. Fischernetze? Ach so, hier, ja. Ja, ja, also wer noch ein Fangnetz bräuchte... Ja. Mach ein Feld aus Sonnenblumen, kann man Öl machen, ja. Warte mal, dann hole ich die eine da auch noch raus, dann habe ich schon 4. Und wenn die gewachsen sind, dann mache ich da noch mal welche draus. Oder nicht? Ja, wie gesagt, da sind jetzt 4 Fischernetze drin, ne? Wer ein großes Backnet haben möchte, könnte sich da jetzt schon mal eins machen. Und dann heißt es aber auch, ne? Fangen Käfer, gehen, ja. Käfer jagen, Käfer. Dankeschön, lieber Jan. Wolzist. Wozu ist Wolz... warte mal, ich bin so blöd. Warte, nee, doch, ist richtig. Wozu ist Wolzist gut? Lieber Jens, mit S. Ich glaube nicht, dass meine Mitspieler so blöd sind wie ich und das Holz vergessen. Ist nur eine Blume. Okay, vielen Dank. Och Mann, ich weiß schon wieder gar nicht wohin. Das ist wirklich unfassbar. Ihr seid echt unfassbar, alle. Die, die hier im Spiel sind und auch die, die zu gucken. Ihr seid echt unfassbar. Ey Mann, hilf mir. Da kann ich wenig bei helfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist,
Ihr macht allesamt nichts Falsches. Sagen wir es mal so. Nein, ihr macht nichts Falsches. Ihr guckt mir zu, um Gottes Willen. Oh. In der Kiste. Genau, Manu guckt genau drauf zu. Hm. Manu, komm mal bitte zu mir. Manu. Das ist das Große. Ich kann damit eh nichts fangen. Ich bin echt zu blond dafür. Meteorschere. Das ist cool. Die brauche ich. Die Meteorschere brauche ich dringendst. Und wenn ihr was an Käfern und so fangt und ihr seht, dass es was fürs Museum ist, ihr Lieben, stopp, Manu, einmal kurz herkommen. Liebe Grit, lieber Jan, wenn ihr was fürs Museum habt, das seht ihr ja, ne? Dann bitte in diesem Häuschen einmal vergleichen, ob das hier schon drin ist. Wenn nein, einlagern. Wenn ja, in diesem Häuschen sind die Sachen fürs Museum. Das sind alles schon Sachen fürs Museum. Die wir noch wegbringen müssen, sollen, wollen. Aber erst, wenn die Fabrik ein bisschen gebaut ist. Also wenn ihr irgendwas fangt oder habt und ihr seht, dass es fürs Museum ist, dann einfach mal hier reingucken und vergleichen. Und wenn das schon vorhanden ist, könnt ihr das verkaufen oder damit machen, was ihr wollt. Du brauchst eine neue Ho. Ja, dann macht ihr eine Ho, liebe Grit. Zeug sollte da sein. Lieber Jens. Das sieht schon beschissen. Hast du mich gerade mit dem Netz auf den Kopf gehauen? Hast du ja zum Glück noch nie gemacht. Hat der mir gerade mit dem Netz auf den Kopf gehauen? Ohne Worte. Lavisinchen, ich knuddel dich ganz, ganz dolle. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Süße Träume und die Herzen sollen dich in die Nacht begleiten. Schlaf gut. Und danke, dass du hier warst. Oh, Horst, du bist ein Schatz. Gleich mit Herzchen in die Nacht geschickt. Und Micky ist auch noch da. Micky ist noch nicht davongerannt. Andrina hat geweint und Micky ist noch nicht davongerannt. Jetzt ist aber wirklich, was ist denn jetzt passiert? Manu auch schön mit Herzchen. Ihr seid toll, Jens. Oh, super. Das ist das, was ich feiere an euch. Daran zeigt ihr, was ich an euch feiere. Wirklich. Daisy. Das ist das, was ich bei euch so feiere. Dass ihr so zusammen... Das finde ich mega. Ja, das findet man so nicht überall. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das finde ich mega. So, jetzt werde ich auch noch mal zu den Pumpkin-Wählern gehen. So, da hat sich Pumpkin Days bei mir gerade zerlegt. Has left the game, ja. Ich versuch's noch mal reinzukommen. Ja. Ja, zum Verabschieden mindestens. Ja, noch, zum ne? Verabschieden noch, ja. Wir haben ja gesagt, wir wollen pünktlich Schluss machen. Weil viele von euch auch arbeiten müssen. Oh, Lavisinchen.
Oha. Oha. Hier wird hart geschuftet. Oha. Ja, guck mal, hier Amboss ist schon da. Sehr schön. Multiplayer ist buggy. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich nächstes Mal wirklich so aufteilen. Oh, schön hier. Fernseh gucken. Dass wir alle drei Minen machen können. Eine in Spoonie-Mine, eine in Diamond Falls und eine in Clementine. Was haltet ihr davon? Klingt erstmal nach einem ganz guten Plan, ja. Das wäre ja mal so. Och, Mickey. Mickey würde selbst neben einer tickenden Bombe in Ruhe einen Kaffee trinken und mal anklopfen. Er hat zu viel durch, als dass ihn was aus der Ruhe bringen könnte. Ach, ja. Ach, mein Mickey, wenn ich dich nicht hätte. Du bringst mich immer auf den Boden der Tatsachen zurück. Mein Mickey bringt mich immer auf den Boden der Tatsachen zurück. Entweder er bringt dich auf den Boden der Tatsachen zurück oder er bewacht die Farm. Oder er bewacht die Farm und dafür habe ich ihn echt gerne. So. Also Jan ist schon mal mit einverstanden. Manu auch. Also das mit der, dass wir uns da die Minen ein bisschen aufteilen. Und dann kriegen wir genug Zeug zusammen, dass wir mal alles so zusammentragen. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon genug Museums. Oh, du warst jetzt aber weit weg. Du warst kaum... Ich denke, wir haben jetzt schon genug Loot fürs Museum. Also wenn wir jetzt die Hütte leer machen würden und das alles dahin. Ja, es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch, dass die möchten sich ja auch was bauen und so, Schatz. Guck mal, die sind immer so ein bisschen, was wir haben, ist zwar jetzt da, aber das ist immer so ein bisschen knüppig, würde ich mal so sagen. Oha, die sind hier jetzt richtig am Futtern, ne? Ich glaube, wir müssen einen Huhn verkaufen. Wollte ich nicht heute am Tag noch einen Huhn vermehren? Ach, egal. Wer ist denn da jetzt? Oh, Waterkant. Aber Grit ist jetzt nicht raus, oder? Nee, die hat gerade Geld ausgegeben. Ach so. Ja, kann sie auch. Ist ja kein Problem. Die haben immer noch kein Haus, Ehemann. Die haben immer noch kein Haus. Aber wieso sind die eigentlich jetzt alle im Stall? Das muss mir mal einer erklären. Hat die einer reingerufen mit der Glocke? Wirklich? Hat jemand die Glocke geläutet oder was? Weil die sind alle im Stall jetzt hier. Annabert hat schon Liebe. Kevin. Plan. Hat jemand die Glocke geläutet? Ja, Zufall sein, theoretisch, ne? Ja, aber dass sie alle drin sind? Eher nicht, oder? Kann ja auch Zufall sein. Aber wir haben ja jetzt, Pferd ist ja jetzt, ist Pferd männlich oder weiblich? Wollen wir mal kicken hier. Ach, Menno. Puh. Also seitdem wir wirklich hier zu sechs spielen, ist das ja wirklich schon heftig, ne? Guck mal, Pferd ist weiblich. Wir bräuchten noch ein männliches Pferd. Und dann könnten wir Fohlen kriegen.
Guck mal, Jens hat noch gar keine Herzen. Aber das mit den Herzen vorhin stimmt aber auch nicht. Weil eigentlich haben die ja schon viel mehr Herzen, ne? Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir treffen uns jetzt langsam bei uns zu Hause. In unserer wunderschönen Küche. Oder was sagst du dazu, Ehemann? Ja. Lager gerade noch ein bisschen aus. Ja, mach das. Irgendwie als Käfer sammeln. So, Milch und Eier kommen hier rein. Zack, zack. Und mein Inventar ist leer. Meine Schere hält aber auch nicht mehr so lange, ne? Auch Fernsehen gucken könnten wir auch nochmal, ne? Oh, haben wir schon. Hab ich schon. So. Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich finde, die Küche ist ganz nice geworden. Ja, die ist tatsächlich. Jetzt haben wir da Kühlschränke, da kann man reichlich einlagern. Und zur Abwechslung mal jedes Pärchen ein Rotorblatt der Windmühle zum Verabschieden. Genau, weil wir ja keinen Riesenrad haben. Gute Idee, Miki. Das wäre wirklich eine gute Idee. Ja, heute hätte ich ganz gerne auch Grit mit auf der Verabschiedung mit drauf, ne? Bei der Verabschiedung. Ach ja. Das wäre echt toll. Nein. Liebe Grit, nein. Ich möchte dich heute auch mal mit auf dem Abschiedsbild haben. Guck mal, so habe ich die gesamte Küche mit auf dem Bild. Ist das nicht cool? Genau. Sag mal Bescheid, Jan. Das ist gut. Ich würde gern mal alle 6 zusammen haben. Ja, macht nichts. Ist egal. Auf die paar Euros kommt es nicht an. Genau. Bisschen Taxi geht immer. Nee, ich würde heute gerne wirklich alle mal dazu haben. Das ist schön. Kühlschrankhausen. Oh, komm. So habe ich mir das vorgestellt, als ich gesagt habe, ich möchte viele bunte Kühlschränke haben. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und noch kitschige Lampen da drauf. Ja. Grit! Ja, sucht euch ein Plätzchen. Grit steht vor mir in meiner Kameraperspektive. Grit, kannst du mal zu Jan gehen? Gott, dann machen wir das so. Kannst du mal zu Jan gehen? Geh mal zu deinem Männchen. Nicht da hinten in die Ecke. Das ist doch nicht wahr. Zu Mr. Yeye. So, ihr Lieben.
Ich habe euch tatsächlich alle drauf. Zwar nicht meine ganze Küche, aber ist auch egal. Jetzt haut sie wieder ab. Stehen wir alle da wie... Has left the game. Passt, jetzt ist sie raus. Okay. Zu spät. Screenshot, zu spät. Aber ich hab ja ein Video. Ich hab's ja auf dem Video. Ja, ihr Lieben. Ich hab sie zusammen, zumindest fast alle. Meine Grit ist leider abhanden gekommen. Aber auch sie ist ein... Nein, Grit, sowas machst du. Nein, 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 nein. Ich weiß, was sie vorhat. Händchen halten, oh, finde ich schön. Oh je, oh je. Ja, auch wenn die Grit gerade abhanden gekommen ist, das war heute richtig gut. Ich bin heute ein bisschen mehr oder weniger hin und her getingelt. Hab dieses, jenes, welches gemacht. Aber mit euch zusammen macht es echt wieder richtig Spaß und irgendwie rocken wir das schon. Ihr müsst einfach nur ein bisschen, wie soll man sagen, mutiger sein. Und nicht euren Schreibtisch zerlegen. Ja, bei YouTube verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ich lese schon wieder Chat nebenbei, Ehemann. Du könntest ja mal ganz kurz, einmal ganz kurz übernehmen, aber nur ganz kurz. Ja, was auch immer ich jetzt übernehme. Auf jeden Fall auf YouTube sagen wir schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen da lassen. Unten rechts ist der Abo-Button. Das kennt ihr alles, aber ich wollte es nur noch mal wiederholen, nur zur Sicherheit. Also in diesem Sinne, meine Frau hat jetzt hoffentlich den Chat gelesen. Ja. Und wir quatschen hier gerade im Stream noch mal kurz weiter. Ciao. Genau. Ciao.